Hören. Ja, hallo. Was ist vorgefallen? Da ist ja reingestürmt und hat Kraft gemacht. Du hast Eddie reingelassen? Ja. Er kam sofort auf mich zu. Meinte, ich verprügel dich jetzt. Ich hau dir jetzt eine runter. Dann hat er mir eine runtergehauen. Alles nur, weil ich dieses Arschloch letztens da rausgeschmissen habe. Von nebenan. Naja, in meiner Wohnung drückt. Siehst du das alles? Ja, ich sehe das. Siehst du das? Ja, alles dicker. Ich kann das alles noch nicht sehen. Alles gut, ich höre bis runter alles. Ja. Naja, das ist dann. Die Tropfen hier, ja, ich sehe das. Da habe ich eine Abschaufung, das andere ist von der Essen und da ist es hin. Und da drüben ist dann noch, sind noch die Flecken. Blutflecken, ja, gut. Ich habe jetzt hier meine Freundin in der Hand, ja? Ja, die Puppe. Weil wir festgestellt haben, dass die Männer. Nicht gut. Die Männer uns nicht unterstützen. Das habe ich gestern schon erlebt mit dem Effort nehmen, also Silvia. Ja, ja. Silvia hat mich nicht unterstützt. Der Kerl hat mich rausgeschmissen. Ja. Der Kerl hat mir auch weh getan. Ja. Gerald, noch so ein Kerl. Ja. Ich habe mir gestern Abend bei Gerald einen Finger geschnitten. Das war eine Lektion für mich, dass ich da keinen Messer mehr anfassen darf. Das ist wahrscheinlich überhaupt keinen Messer mehr anfassen darf. Und Gerald, ich hatte ja einen schönen Finger, der hat übelst Blut, das hatte gerade auch so aus zu bluten. Ne? Das war den Finger an, so sieht aus, nachdem er schon mal so dreimal Und er meinte, nö, er tricht mein Fahrrad nicht hoch, weil er besoffen war, weil er keine Kraft hat, ne? Weil er darüber rumjammert, dass er so einen fetten Bauch hat. Er träumt zwar davon, dass man auf Bäume klappern kann, aber wenn man einen fetten Bauch hat und Alkoholiker ist, kann man das natürlich nicht machen. Ne? Also hat er sich übelst angestellt, das Fahrrad, was ich ja wohl schlecht tragen konnte mit dem Finger, ja nicht hochzutragen. Ja. Dann durfte ich den dann noch zusammenschalten, dass er das Beinchen endlich mal nach oben schleppt. Diese Null. Gerald, du bist sowas von einer Null. Die waren auch so alles dick, ja, wie ich sehe. Ja, was glaubst du, warum ich an diesem Platzwunde, aus dem Blut herkomme? Es ist nur negativ, ist ja alles schön dekoriert damit. Das hat ja gleich Eis. Weißt du, was ich mache? Ja. Und Sündbrunnenlatschen. Ja, Wasser dran. Und mir mein Wasser holen. Ja. Weil es ist nämlich alle. Ja. Wenn ich mir nicht trinken. Ja. Dazu. Vorher machen wir die Eisbettel drauf, oder? Ich habe das ja auch nicht mit, der hat die zusammen halt. Ich habe den da weggezogen. Ich denke, was ist denn los? Du hast ihn da weggezogen, na klar, du hast erstmal. Naja, ich war da im Flur, ich bin noch nicht durchgekommen. Was hast du gelernt aus der ersten Lektion? Dass er nicht mehr herkommt, das vielleicht genau dass auch nicht. Dass hier keiner mehr reinkommt. Ja. Hier kommt keiner von diesen Arschlöchern mehr rein. Passe gefälligst auf, was du in deine Bude reinlässt. Ja, ne. Und das kannst du analog beziehen auf das, was du frisst. Ja. Denn dein Haus ist simultan dasselbe wie deine Wohnung. Und die ganze Scheiße, die die Leute hier anschleppen, landet auch in dir. Und solange du das nicht unter Griff hast, im Griff hast, wird sich überhaupt nichts ändern. Wenn du es nicht endlich mal schaffst, dich mit einer Frau zu verbünden und diesen Drecksäcken auf der Welt. Oh, warte, jetzt kommt der Akku. Wo es lang geht. Scheiße. Akku fast leer. Du musst fertig. Tschüss. Wenn ich nicht nur noch mal was anziehe.